teach you something you won't forget. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Redstone Video. Wie immer zusammen mit Psychogear. Doch. Und Redstone gehört immer dazu. Das wäre bei einem Let's Talk About Redstone nicht schlecht, ja. In der Tat, da Redstone dazu beiträgt, ihre Videos interessanter zu machen. Okay. Ja, in diesem Video hier handelt es sich um ja, die Erläuterung zu verschiedenen Trolling-Machines. Und etwas einfacheren, also jetzt keine besonders ausgeklügelten, aber so die grundlegenden. Ja, und zwar wurde das Ganze angestoßen von Zaytube aus dem Minecraft.de Forum. Der hat einen Thread gestartet, wollte gerne mal wissen, was es für welche gibt. Und wir wollten mal raushauen, was wir so können. Ist jetzt natürlich nichts Abgefahrenes, aber so die grundlegenden Sachen für Server, wenn man Admin ist, beziehungsweise wenn man im Creative-Modus ist. Oder auch im Survival, teilweise gehen sie auch im Survival. Ja, wollen wir einfach mal starten? Ja, warum nicht, klar. Du leckst dich hier gerade durch die Gegend. Ja, ich bin aus Versehen in eine reingetappt, aber egal. Ja, okay, gut, du hast dich rausteleportiert. Alles klar, kommen wir hier zu der ersten Trolling-Maschine. Hier handelt es sich um eine vanilla-fähige, survival-fähige Trolling-Maschine. Und zwar ist das relativ bekannt. Ja, das ist ein Klassiker. Den werdet ihr wahrscheinlich schon kennen und jetzt aufstellen, ach du Scheiße, was ist das? Aber für alle die, die das noch nicht gesehen haben, ein sehr, sehr nützliches Gadget, um Leute zu verarschen. Ich würde sagen, du meldest dich mal freiwillig als Testobjekt. Ja, muss man nur kurz anmerken, mittlerweile funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Der Grundgedanke dahinter, dass man halt eben, sozusagen, wenn man drin ist, kann man nicht mehr raus, weil man die Druckplatte betätigt, die dann die Türen schließt. Und man kann von der Druckplatte nicht mehr runtergehen. Wenn man im Survival-Modus ist, kann man auch nicht mehr fliegen. Das heißt, man kann vergessen, herauszukommen. Im Creative-Modus ist alles ein bisschen einfacher. Da braucht man einfach nur zu fliegen, dann ist man draußen. Allerdings gibt es wohl irgendwie ein paar Probleme, damit da reinzukommen. Denn mittlerweile ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. Denn wenn man sich nicht schnell genug da reinbewegt, okay, mittlerweile scheint es an sich wieder zu funktionieren. Aber vorhin hatten wir ein paar Probleme, da überhaupt reinzukommen. Weil kann aber auch sein, dass es an Bucket liegt. Weil wir nämlich gerade auf einem Bucket-Server aufnehmen, damit wir die Essentials-Chat-Befehle noch dabei haben. Bucket ist ja immer so ein bisschen verbuggt, wie wir wissen, daher kommt der Name ja auch. Ja, komm, genug gespielt, gehen wir mal zur nächsten. Hierbei handelt es sich auch um einen Klassiker, den kennen von euch ziemlich viele. Dieses System, du hängst wieder fest, ne? Ich vergesse, dass es mit dem Radius ist. Ja, pass auf. Also dieses zweite System hier kann nur gebaut werden, wenn man auf dem Server OP-Rechte hat. Das heißt, wenn man ein Admin ist, der im Operator-Modus ist. Weil man nämlich mit Command-Blöcken arbeiten muss. Das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn auf dem Server Command-Blöcke eingeschaltet sind. Also wenn der Server-Owner in seinem Proprietaries die Command-Blöcke aktiviert hat. Wenn nicht, könnt ihr dieses System hier und die darauffolgenden komplett vergessen, die wir vorstellen werden. Wenn doch, wenn ihr allerdings ein Admin seid, der einfach mal ein paar Mitspieler bzw. einfach mal irgendwelche Nerds auf dem Server ärgern wollt, die euch gerade auf die Nerven gehen, dann probiert diese Sachen aus, die sind verdammt lustig und die Leute werden sich mega abfacken. Als allererstes hier diese Druckplatte der Gefangennahme, wie ich sie nenne. Das ist ein scheiß Name, ich weiß. Poetisch. Ja. Ja, diese wenn Druckplatte. Wenn man draufsteht, passiert erstmal gar nichts, sorry. Ja, Marc, ist immer schwierig. Erzähl du, komm. Okay, also ich stehe jetzt hier auf der Druckplatte und wie ihr jetzt aus der Perspektive von meinem Bruder schön erkennen könnt, ist hier unten die Fackel ausgegangen. Das heißt, der Command-Block wird nicht gepowert. Das heißt, sobald ich von der Druckplatte wieder runtergehe, geht die Fackel an und der Command-Block wird ausgeführt und der teleportiert jeden hier im Umkreis, den nächsten Spieler von der Druckplatte aus wieder zurück zur Druckplatte. Das heißt, wenn ich hier runtergehe, bin ich wieder zurück auf der Druckplatte. Mittlerweile ist etwas merkwürdig, man wird zur Ecke vom Block teleportiert. Ich weiß nicht genau warum. Aber es funktioniert trotzdem noch, weil man die Druckplatte wieder auslöst, wodurch sozusagen der Mechanismus wieder resettet wird. Das heißt, ich zeige euch mal kurz den Befehl in der Druckplatte. Hier steht drin, teleportiere den nächsten Spieler. Dahinter in den eckigen Klammern die Bedingung. Das heißt, der Radius von dem Testbereich wird jetzt auf die Druckplatte verlagert, nämlich X-Koordinate, Y-Koordinate und Z-Koordinate.
Und dahinter kommen dann die Zahlen, die gleichen Zahlen wie der Radius, wohin der Spieler teleportiert werden soll. Die Argumente in der eckigen Klammer könnt ihr eigentlich weglassen. Die haben wir jetzt nur... Oh, du Arsch. Die haben wir jetzt eigentlich nur eingebaut, damit der Spieler, der tatsächlich in der Nähe von der, also am nächsten an der Druckplatte ist, dahin teleportiert wird und nicht der Spieler, der als nächstes am Command-Block sich befindet. Weil dieses AdP, der nächste Spieler, wird standardmäßig relativ zum Command-Block bezogen. Das heißt, der nächste Spieler relativ zum Command-Block wird da oben hin teleportiert. Wir wollen aber in diesem Fall, dass nicht der nächste Spieler relativ zu diesem Command-Block dahin teleportiert wird, sondern der nächste Spieler relativ zur Druckplatte. Und das sind halt diese Koordinaten hier. Das ist dann die Koordinate von der Druckplatte. Das heißt, der nächste Spieler zu dieser Koordinate wird dann auf die Druckplatte zurück teleportiert. Ja, funktioniert einwandfrei, wie ihr seht. Das einzige Problem dabei ist, dass der Spieler, bevor der Command ausgeführt wird, ein wenig Zeit hat, wegzufliegen. Zeig das mal. Nee, das funktioniert aber trotzdem nicht. Oder? Doch, tatsächlich. Mittlerweile funktioniert es. Ja. Manchmal funktioniert es halt nicht. Genau, und wie ihr sehen könnt, hat mein Bruder sich jetzt gerade in der nächsten Trolling-Maschine festgehangen. Ja, aus Versehen. Du kommst da immer wieder rein, ne? Das ist das Ganze ein wenig fieser. Das ist die gleiche Trolling-Maschine wie hier mit der Druckplatte, bloß so angelegt, dass man sie nicht sehen kann. Wenn wir jetzt diesen Diamantblock durch einen weißen Block ersetzen, lauft er mal drüber. Ha, zack, festgehangen. Schon hängt er da fest. Ja, das Ganze funktioniert nämlich wie folgt. Wir haben hier eine Clock, eine Comparator-Clock, die in regelmäßigen Abständen Redstone-Impulse aussendet. Kurze Anmerkung, kannst du vielleicht mal kurz ausschalten? Ja, geh mal raus da. Schön. So. Dadurch wird in regelmäßigen Abständen dieser Command-Block hier gepowert. Und der macht Folgendes. Der teleportiert wieder den nächsten Spieler, dann wieder den Radius, von wo aus er den nächsten Spieler, also von wo aus relativ gemessen werden soll. Das ist dieser, was ist das überhaupt? Ist das Diamantblock? Ja, Diamantblock. Das ist ein Diamantblock, ja. Man merkt, dass du kein Survival spielst. Ja, man merkt, dass ich kein Survival spiele. Ich spiele nur mit Redstone. Ich weiß, dass das ein Redstone-Block ist, aber ich weiß nicht, dass das ein Diamantblock ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall teleportiert den nächsten Spieler relativ zu diesen Koordinaten in einem Radius von 2 Blöcken auf diesen Diamantblock. Das sind die Koordinaten von dem Diamantblock. Die 2 Blöcke deswegen, wenn ihr diese 2 Blöcke weglasst, dann teleportiert ihr den nächsten Spieler insgesamt auf dem Server zu diesem Diamantblock. Das heißt, egal wo sich der nächste Spieler zu diesem Diamantblock befindet, er wird dahin teleportiert. Das Problem dabei ist, ihr habt auch mal schnell den Server-Owner dahin teleportiert. Der wird sich nicht freuen. Das hier grenzt das Ganze ein. Ihr könnt das zum Beispiel vor die Haustüre von jemandem bauen. Dann setzt ihr am besten diese Comparator-Clock und den Command-Block unter die Erde, damit derjenige das System nicht sieht. Und wenn dieser dann versucht, durch seine Haustür zu gehen, wird er sich hier auf diesem Diamantblock festhängen und wird nicht mehr wegkommen. Ich werde es euch mal demonstrieren. Wenn ich hier drauf laufe, kriege ich die Meldung, teleportiere. Ich kann hier nicht mehr weg. So lange, bis mein Bruder so nett ist und da unten das Redstone wegnimmt. So nett wäre, da muss ich dich dann berichtigen. Jetzt mach. Kasala. So. Das Ganze funktioniert natürlich auch namenbezogen. Ich höre mich wieder doppelt. Ja, jetzt geht's wieder. Entschuldigung. Das heißt, ihr könnt dieses AdP und relative Koordinaten einfach durch einen eigenen Namen ersetzen. Das heißt, ein bestimmter Spieler wird dann durchgängig auf eine Koordinate teleportiert. Das kann auch irgendwo in der Luft sein oder irgendwo unter Wasser. Dann stirbt er nämlich und er trinkt. Sehr nett auch, ja. Ja. Das heißt, es wird dann nicht einfach der nächste Spieler zu einer bestimmten Koordinate, sondern einfach dieser eine bestimmte Spieler, wenn er auf dem Server ist, dahin teleportiert. Das Ding ist nämlich auch, sobald er den Server verlässt und wieder draufkommt, sobald diese Clock wieder geladen ist, wenn die sich nicht aufgehangen haben sollte, wird er sofort wieder dahin teleportiert. Ist ziemlich assi. Womit wir zum nächsten Command-Block kommen mit einem Trolling-Befehl. Und zwar haben wir hier ein Essential-Set-Befehl. Das geht natürlich nur, wenn ihr einen Bucket-Server installiert, auf einem Bucket-Server spielt und OP seid. Weil dieser Befehl nämlich im Standard-Vanilla-Chat-Verzeichnis nicht vorkommt. Und zwar ist dieser Befehl Shock. Ihr könnt mit diesem Befehl, wenn ich es mal kurz demonstriere, Shock. Sherlock Holmes. Das ist Shock. Psychogear. Dann wird mein Bruder geschockt. Er hat sich erschreckt. Furchtbar. So, das Ganze geht natürlich einmalig.
Oder aber mehrmalig. Wir haben das ja das Ganze an der Clock angeschlossen. Wenn ich diese Clock jetzt mit diesem Command-Block verbinde, wo steht Shock Psyche Gear, dann wird er tatsächlich jedes Mal... Oh Gott, ist das laut. Moment. Dann wird er tatsächlich jedes Mal, wenn der Command-Block eingeschaltet wird, geschockt. Das so lange, bis entweder die Clock ausgeht, die Clock nicht mehr geladen wird, oder bis er den Server verlässt. Verlass mal kurz den Server, bitte. Hallo. Sollst du den Server verlassen? Nein, hab ich nicht. Du sollst den Server verlassen, wenn ich dir das sage. Ich soll den Server verlassen? Ja, warte. Ich hab grad echt gar nichts mehr gehört. Wenn ich den Blitz anmache, verlass mal bitte kurz den Server. Ja, einen Blick. Oh, jetzt haben wir einen... Nee, jetzt noch nicht, wenn ich die Blitze angemacht habe. Sag das doch. Oh, hab ich doch gesagt. Oh mein Gott. Dann bin ich voll. Blitze an. Da kannst du... Ja, gut. Psycho left the game. Das heißt, ihr seht, er hat das Game verlassen. Es kommen keine Blitze mehr, aber sobald er wieder joint... Jetzt kannst du wieder joinen. Das war das Stichwort. Ja, das geht. Fangen die Blitze wieder an. Das heißt, ja, eine sehr nervige Trolling-Maschine. Solange er die Clock nicht findet, beziehungsweise den Command-Block nicht findet, ja, wird er so lange geschockt, bis du auf die Idee kommst, es einfach wieder auszuschalten. Ist auch sehr praktisch, wenn man gerade gegen Creeper kämpft, die werden dann nämlich aufgeladen und sind sowas von explosiv, das ist nicht so schön. Nee, nicht richtig geil. Nee. Ja, ziemlich lustig das Ganze. Dann kommen wir mal direkt zum nächsten. Ist auch ein Essentials-Befehl. Ist auch die gleiche Idee eigentlich, halt nur ein anderer Befehl. Genau, diesmal ist es der Burn-Befehl, also brenne, verbrenne, Psychogear und dahinter, da steht, wie viele Sekunden er brennen soll. Wenn ich da jetzt diese 5 eingebe, dann brennt er 5 Sekunden lang. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einer Minute machen oder mit 10 Minuten. Wenn derjenige im Survival-Modus ist, total lustig, weil er dann halt einfach brennt. Für denjenigen selber ist es nicht so lustig. Genau, das Ding ist nämlich, wenn diese Clock auch wieder irgendwo versteckt, dann wird er jedes Mal sterben, wenn er spawnt. Das heißt, dieser Spieler wird spawnen, sterben, den Server verlassen, wieder draufkommen, sterben, spawnen, sterben. Das hört nicht auf, weil solange diese Clock hier geladen ist, solange diese Clock Signale an den Command-Block schickt, wird er sterben. Das auch Ganze. Schön ist es, wenn ihr das an eine Comparator-Clock anschließt und in dem Chunk versteckt, wo sein Haus ist, dann jedes Mal, wenn er in den Chunk reinkommt, wo sein Haus ist, wird die Clock wieder geladen, er verbrennt, stirbt, spawnt wieder irgendwo und sobald er wieder in die Nähe von seinem Haus kommt, verbrennt stirbt er wieder. Genau. Das Ganze, wenn ihr die Clock ständig geladen haben wollt und ihr auf einem Server spielt, wo reger Verkehr herrscht, dann platziert diesen Command-Block mit der Clock einfach unter dem Spawn, wo immer Leute sind. Dann ist diese Clock immer geladen und der Befehl wird immer ausgeführt und der Typ... Da müssen noch nicht mehr immer Leute sein, das wird generell immer geladen. Allerdings muss man dazu sagen, dass auf Servern meistens der Spawn-Chunk irgendwie benutzt ist und mit World Guard oder sonstigen geschützt. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber naja. Ja, wenn die Admins sind im OP, dann können die eigentlich auch mit World Guard. Aber ist auch egal. Also diese Befehle funktionieren sowieso nur, wenn ihr Admin seid, ein Operator seid im Kreativmodus und wenn auf dem Server Command-Blöcke eingeschaltet sind. Ansonsten wird das hier nicht funktionieren. Ja, dann kommen wir direkt mal zum nächsten sehr lustigen Befehl. Und den finde ich nicht so lustig. Nämlich erstmal den Repeater hier weg. Der ist verdammt lustig. Und zwar könnt ihr damit auch wieder teleportieren. Ihr teleportiert nämlich einen speziellen Spieler immer an einen anderen Spieler dran. Das heißt, jetzt gerade wird mein Bruder Psychogear zu mir teleportiert. Das heißt, wenn ich diesen Befehl aktiviere, hängt er an mir dran. Ihr seht, er fliegt mir hinterher, zwangsläufig, weil halt immer zu mir teleportiert wird. Finde ich verdammt lustig. Ja, weil er nichts dagegen machen kann. Da er jetzt natürlich OP ist, kann er sich selbst wegteleportieren, wird aber danach sofort wieder zu mir teleportiert, weil der Command-Block hier wieder einen neuen Befehl gibt, teleportiere ihn zu mir. Ich schalte das mal aus. Ja, ich kann das mittlerweile nicht mehr so lustig finden, weil mein Bruder das etwa schon 15 Mal gemacht hat auf dem Faction-Server. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu einer so noch viel lustigeren Abwandlung von dem Ganzen. Und zwar kann man jetzt, sollen wir dann eine Notbremse irgendwie einbauen? Nee, machen wir nicht, ne? Bleibt einfach so. Oh, warte, wir können da eine Notbremse einbauen, ganz einfach. Dann werden wir nämlich Bucket, dann wählen wir nämlich den Bereich aus, dann kann man den zur Not nämlich auf Luft setzen, dann ist das Ganze weg. Okay. Und zwar habe ich hier hinter einen Command-Block, der mich dann zu meinem Bruder teleportiert. Das heißt, zuerst wird mein Bruder zu mir teleportiert, dann ich zu meinem Bruder, dann er wieder zu mir, ich zu meinem Bruder und so weiter.
Das heißt, wenn ich jetzt ja da Redstone hinsetze, so, können wir uns nicht mehr vom Fleck rühren, beziehungsweise nur noch, wenn wir uns beide in dieselbe Richtung bewegen, weil wir beide uns halt ständig zueinander teleportieren. Ihr seht, wir hängen hier ineinander fest und kommen nicht vom Fleck. Ich sehe auch nichts mehr. Das Problem ist, dass dabei auch der Kopf teleportiert wird, also ihr befindet euch immer in einer Position, ihr könnt euch auch nicht mehr bewegen. Ich sehe gerade meinen Bruder von innen, wie ihr seht. Ich sehe gerade deinen Kopf von innen, ist ziemlich hohl, muss ich sagen. Haha, deiner auch. Ja, komm, zieh mal die Notbremse, ich kann nicht mehr weg. Das war jetzt sehr schlau. Erzähl, du musst auch Doppelslash machen, das weißt du. Jep, müsste geklappt haben. Ja, wunderbar. Das ist auch verdammt lustig, weil, der Spieler oder die beiden Spieler sich überhaupt nicht mehr fortbewegen können und sie sehen noch nicht mal mehr was, weil sie einfach ineinander hängen. Ihr könnt auch diesen ersten Befehl hier, teleportiere Psychogear jetzt in dem Fall zu mir, einfach mit irgendeinem wahllosen Spieler machen, also dass der eine Spieler an den anderen angeheftet wird und die beiden wissen überhaupt nicht, was abgeht. Irgendwelche Survival-Futzis, die da auf dem Server rumlaufen, die werden dann ständig zueinander teleportiert und kommen darauf nicht klar. Könnt ihr natürlich auch alles miteinander kombinieren, dass dann zwischendurch mal ein Schock kommt. Weißt du, also Shocking und beide... Oder dass immer nur der nächste Spieler zum anderen Spieler telefoniert wird, das heißt, teleportiert wird. Das heißt, er läuft durch die Menge und immer der nächste Spieler zu ihm wird dann zu ihm teleportiert. Genau. Und diese Teleportationsbefehle könnt ihr auch so abwandeln, dass ihr zum Beispiel sagt, wenn ein Spieler mit einem Test-For-Command zum Beispiel vor die Haustür seines Hauses geht und versucht reinzulaufen, wird er wieder vor die Haustür teleportiert. Das heißt, er kommt nicht mehr rein. Ist auch ziemlich lustig, weil er da einfach nicht mehr sein Haus betreten kann, obwohl die Tür offen ist. Er wird sich mega abfacken. Ja. Oder ihr spawnt irgendjemand im Survival in den Himmel, wo er dann runterfällt und stirbt. Aber das sind ja alles diese altbekannten Trolling-Sachen, die mittlerweile schon wieder langweilig sind, aber wir wollten einfach mal einen Überblick verschaffen, was alles möglich ist. Und alles, was ihr dafür braucht, ist OP-Rechte und Command-Blöcke auf eurem Server. Ja. Alles, was ihr braucht, mehr braucht ihr nicht. Mehr braucht ihr nicht. Ja, ihr braucht natürlich noch irgendjemanden, der mitspielt, den ihr trollen könnt. Alleine macht das Ganze nicht so viel Spaß. Ja. Aber das war's eigentlich schon zu einer Trolling-Maschine. Sorgen. Kommt vielleicht später nochmal irgendwas Größeres, Ausgeklügelteres oder was in der nächsten Version. Ja, vielleicht brauchen wir mal irgendwas, wenn wir Langeweile haben, aber das sind jetzt. Das ist jetzt nichts, worauf wir unglaublich stolz sind. Das ist einfach nur grundlegende Informationen über Trolling-Machines. Also keine von uns erdachten tollen Sachen, sondern einfach nur grundlegende Sachen, die normalerweise mittlerweile fast jeder kennt. Tja, ja. So viel dazu. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen uns, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, wenn es heißt das Let's Talk About Redstone. Und hoffentlich rede ich dann nicht wieder doppelt, weil dein Headset, ich verstehe es nicht, ne? Eine Frage, vielleicht könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Wie kann es sein, mein Bruder hat ein Headset und hat den Ton von seinem Spiel und von, also allen Geräuschen an seinem PC, über sein Headset laufen. Trotzdem höre ich mich doppelt, ich habe trotzdem einen Doppler-Effekt. Ne, Doppler-Effekt war es mit den Wellen, ne? Ja, das war der Fun. Das war kein Doppler-Effekt. Ihr hört sich doppelt, das reicht. Ich höre mich doppelt, ihr hört das ja im Video. Wie kann es sein, dass der Ton aus seinem Headset, aus den Kopfhörern ans Mikrofon kommt, dass ich mich doppelt hören kann. Ich kann das nicht verstehen, beim besten Willen. Es kommt nicht in meinen Kopf rein. Das ist, dann müsste sein Headset so laut sein, dass das Mikrofon das noch registriert. Dann müsste ich alles in seinem Zimmer übertrieben laut hören, aber da höre ich ja nichts. Ich höre ja nur mich selbst doppelt und das nicht immer. Das Mikrofon ist zu fein eingestellt. Ja, ja, ist klar. Naja, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen. Was haben wir denn für eine Tageszeit bei euch? Weiß ich ja nicht. Resttag, Restabend, Restnacht, wie auch immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö. Tschüss.